Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Moonlight Sun. Und wir sind hier gerade immer noch im Tempel des Windes, Schrein des Windes, Altar des Windes, wie auch immer des Windes, irgendwas des Windes halt, und müssen hier Windy irgendwie befreien, pipapo. Und das ist nicht ganz so einfach, weil wir, wenn diese Strahlen reingehen, bam, werden wir bis zur letzten Stelle so geschleudert. Und das ist natürlich echt uncool. Und was mir da gerade auffällt, wenn wir jetzt zuerst nach rechts gehen wollen, wie scheiße. So, aber wenn wir jetzt... Ach Gott, das muss man gleich zweimal machen. Man muss davon ausgehen, dass man nochmal zurück muss. Ich brauche einmal hier... So, die Steine hier rechts. Wartet mal. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich glaube so. Und dann muss ich noch einen dritten hinschieben, mindestens. Weil ich hätte ja nicht auf selber Höhe nehmen können. Sonst hätte ich mir das ja blockiert. So, und jetzt können wir nämlich hier den angreifen. Bam. Weil der sorgt links für zu viel Wind. Aber coole Idee, ey. Das Rätsel finde ich echt schön. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Ja, okay, zu leicht war... Ja, okay, vielleicht. Was war nochmal gegen Wind gut? Blitz und Wasser oder so? Ich weiß es nicht. Ich bin immer ein bisschen schlecht mit darin, mir sowas zu merken. Auf jeden Fall war Wind scheiße. Das heißt, Wind sollten wir schon mal bleiben lassen. Hau weg, die Scheiße. Ja, also den hier nicht, sondern den hier. Den hier wirklich nur, wenn wir sonst nichts zum Angreifen haben. Dann ist das immer noch besser als gar nichts. Aber ansonsten... Ja. Da, 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 da kommt wieder der Leck. Das ist einfach uncool, Mann. Vielleicht hätte es ja auch schon gereicht, wenn man dieses Wabern um sie herum weggelassen hätte. Aber na gut. Verteidigung. Verteidigen. Okay. Fertig verteidigt. Feuer. Dunkelheit. Licht. Es ist kein Wind dabei. Es müsste eigentlich einigermaßen chillig sein. Ja, geht doch. Nice. So, wir haben gerade nichts anderes zum Angreifen, also muss ich leider den Wind nehmen. Ja, toll. Hau weg die Scheiße. Und dann nehmen wir halt noch Dunkelheit dazu. Ich rechne mit wenig Schaden. Aber immerhin ein bisschen Schaden müsste drin sein. Ja, 94. War zu erwarten. So. Wieso geht denn der immer auf den los? Finde ich echt uncool. Das wirst du büßen. Und zwar mit dieser Combo hier. Hahaha. Das sollte es, glaube ich, so unter 150 sein. Ja, okay, 140. Passt. Nehmen wir hier Magie. Die sieht ja jetzt zwar eher finster aus, aber was soll's. Und Level 3 Magie. Und dann noch ein bisschen Licht dazu. Das wird sie jetzt noch ein zweites Mal sagen, wissen wir ja. Oh, Blitz. Blitz könnte effektiv gewesen sein und... Oh, noch mehr Blitz. Das könnte ordentlich Wumms machen jetzt. 221, wow. Dann habe ich es mir also richtig gemerkt. Blitz ist gut gegen Wind, wie es scheint. Sehr schön, sehr schön. Dann fangt es an, erhalten und 12 Gold obendrauf. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, diesen Raum resetten, oder müssen wir den resetten? Ach nee, weil wir aus dem Kampf rauskamen und der Kampf auf einer eigenen Karte quasi stattgefunden hat, sind die Dinger schon wieder resettet. Nice. Dum, 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 dum.
Verdammt. Funktioniert das so überhaupt? Dammit. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut, ja. Ich muss das Ganze mal resetten. Er muss jetzt überlegen. Den da reinschieben und zwei rüberschieben? Ja, okay. Moment. Runter. Ja, ich kann ihn zur Not wieder hochschieben. Ja, der muss nämlich hier rein. So. Wieso nehme ich nicht den unteren dafür? Ach, egal. Die müssen am Ende eh runter. Dann den hier rein. Aber noch eins weiter. Und dann den hier rein. Ja, passt. Cool. Kann man sich ein bisschen verprügeln lassen hier. Zumindest hört sich so an. Naja, gut. Gehen wir einfach weiter. Bis zum Trickreich. Der ist vollkommen unkontrollierbar. Ja, hoch will ich sowieso, danke. Und auf zum letzten. Also gut, befreien wir Windy. Windy! Oh nein! Los Leute, raus hier! Bröckel, Bröckel, natürlich fliegt wieder alles zusammen. Kommt jetzt wieder so eine kranke Szene? Wir haben alle Spirits befreit. Auf zum Siegel! Seid ihr alle bereit? Ich habe immer noch etwas Angst vor dieser Ungewissheit, was nun geschehen wird. Ich bin bereit. Xelia, warte auf uns. Wir kommen zu dir und holen dich da raus. Auf geht's! Geben wir unser Bestes. Oh je, was für ein abgedroschener Spruch. Egal, los geht's. Nach all dem, was du für mich getan hast, Xelia, kann ich nun endlich etwas für dich tun. Warte auf mich. Die sind alle fest entschlossen, ja? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Und wie brechen wir nun das Siegel? Xelia ist dort über die Klippe gesprungen. Vielleicht sehen wir das Siegel, wenn wir dort mal runterschauen. Nicht so hastig. Schon wieder der Wächter. Oh. Wir haben dich nun dreimal besiegt. Glaubst du wirklich, du hättest jetzt eine Chance? Ich bin ein Wesen, welches die allmächtige Göttin aus ihrer Energie geschaffen hat. Wenn ich nicht die Kraft habe, euch zu besiegen, werde ich einfach immer mehr Energie sammeln und so immer mächtiger werden, bis ich euch vernichtet habe. Bist ziemlich bösartig, weißt du das? Und hier, wo die Spirits gefangen gehalten wurden und der Energiestrom der Erde offen liegt, ist reichlich Energie vorhanden. Ich brauche mich nur zu bedienen. Oh nein, er versucht seine Kraft mit der Energie des Energiestroms zu steigern. Ja, danke, Carlas. Wir haben alle Ohren. In der Zeit, in der du uns hier nochmal vorkaust, hättest du ihn auch schon längst davon abhalten können. Kaum zu glauben, dass ich so lange in deiner Begleitung überlebt habe. Hey, hör gefälligst auf, Carlas zu beleidigen. Und mach selber auch mal was. Wo sie recht hat, sie hätten Ohr abhalten können, ne? Was ist das? Fühlt ihr das auch? Da ist etwas. Oh, ich ahne Schlimmes. Was war das? Ich hab Angst. Ich werde dich schützen, Colette. Hab keine Angst. Du bist derjenige, der die großen Mengen an Energie entzieht. Was zum Scheiße. Nein, nein, nein! Das war ich nicht. Das waren... Jedoch bist du die Kreatur, welche geschaffen wurde,
um die Energie in der Erde zu halten. Doch du hast versagt. Komm, komm zurück. Zurück zu mir. Nein! Bitte nicht! Ah! Oh shit. Und? Er hat sich einfach aufgelöst. Seine Energie ist zurückgekehrt. Niemand braucht einen Wächter, der nichts zu bewachen hat. Was um alles in der Welt bist du? Ich bin das Bewusstsein, welches diesen Energiestrom steuert. Man gab mir den Namen Naga. Ach du grüne Neune! Ich hätte da eine Bitte. Eine Freundin von uns hat ein Siegel mit ihrer Seele geschaffen, jedoch sind die versiegelten Wesen nicht länger im Energiestrom. Somit gibt es nichts mehr für sie zu schützen. Könntest du sie freilassen? Carlas, musstest du mit der Tür ins Haus fallen? Das rothaarige Mädchen? Genau, ihr Name ist Xelia. Sie müsste jeden Moment hier sein. Du, dann hilfst du uns also? Einfach so? Nein. Ihre Seele wird an den Ort der Versiegelung zurückkehren und sich dort auflösen. Was? Aber dann... Der Rest liegt bei euch. Shit. Xelia! Xelia, geht's dir gut? Mist, sie wacht nicht auf. Was sollen wir nur tun? Wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, wird ihre Seele verschwinden. Xelia, bitte komm zu dir. Was sollen wir denn ohne dich nur machen? Erinnerst du dich, als damals mein Vater verstorben ist? Ich war am Boden zerstört und traurig, doch du hast mir gezeigt, dass das Leben trotzdem weitergeht. Du hast mich bei dir zu Hause aufgenommen und hast mich immer behandelt wie eine kleine Schwester, obwohl wir nicht verwandt sind. Bitte, lass mich jetzt nicht alleine hier zurück. Ja, natürlich nochmal einblenden, ist klar. Was ist passiert? Xelia! Xelia, kannst du mich hören? Sakura? Ja, ich höre dich. Schnell, komm da runter, Xelia. Löst dich nicht zusammen mit dem Siegel auf, sondern komm zurück. Aber diese Ketten, ich kann mich nicht bewegen. Kämpfe dagegen an, Xelia. Du musst weiterleben. Wenn du es nicht für dich tun willst, dann tu es für mich. Es klappt nicht. Sakura, was soll ich nur tun? Helft mir. Oh oh. Sie haben es also nicht geschafft. Und ich dachte, sie haben die Kraft, alles zu verändern. Nein, niemals. Das lasse ich nicht zu. Oh. Nice. Da-da-da-dam, da-dam, Schlitz, 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 Schlitz. Und da ist sie jetzt frei, hoffe ich doch. Das sieht doch mal richtig gut aus. Carlas, oh Carlas, du hast mich gerettet. Xelia, ist alles okay mit dir? Geht's dir wirklich gut? Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Ja, ich bin noch etwas wackelig auf den Beinen, aber ansonsten geht's mir wieder gut, ne? Ich danke dir, Sakura. Ich bin nur froh, dass du wieder da bist. Hey, Xenia ist wieder da. Also, ich hab dir so viel zu erzählen, ne? Liuri, danke. Ich bin so froh, so gute Freundinnen zu haben. Schön, dass du wieder da bist. Danke, Karina. Oh. Hübsche Haarfarbe übrigens. Steht dir gut. Hä, was?
Sehr gut. Wir hatten zwar keinen richtigen Plan, dennoch war das Unterfangen ein voller Erfolg. Ich bin sicher, deine strategischen Fähigkeiten waren den anderen eine große Hilfe. Hab vielen Dank, Nami. Willkommen zurück, Celia. Ich finde es toll, wie sich alle für deine Rettung eingesetzt haben. Vielen Dank, Colette. Das war bei deiner Rettungsaktion nicht anders. Xelia, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe dich vermisst. Das ist so süß von dir, Minara. Du solltest viel öfter so schön lächeln. Xelia, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Vielen Dank, dass du dich um mich gesorgt hast, Carlos. Das rechne ich dir hoch an. Also, ich hätte deine Bitte. Könnten wir kurz in Glacia vorbeischauen? Die anderen werden sich sicher freuen, dass ich wieder hier bin. Oh ja, lasst uns nach Glacia gehen und eine riesige Xelia ist zurück. Party schmeißen und feiern und überhaupt. Klingt nach einem sehr guten Plan. Ich wäre auch dafür. Vielen Dank, Leute. Ja, und was ist mit Naga? Mischt er sich nicht mehr erst ein? Okay, der hat nichts mehr zu sagen, oder wie? Krass. Hätte ich es eigentlich schon gedacht. Xelia, wie kann das sein? Wie habt ihr das gemacht? Ach ja, stimmt. Wie eigentlich? Wir haben herausgefunden, dass das Siegel instabil wird und deine Seele aus dem Energiestrom zurückkehren muss, wenn das, was versiegelt gehalten wird, verschwindet. Also sind wir losgezogen und haben die Altare aufgesucht, in denen die Spirits der Göttin, von der Göttin geschaffen wurden. Der Fuego-Altar. Nicht nur der Fuego-Altar. Alle 8 Altare. Wir haben die Siegel gelöst, welche das Bewusstsein der Spirits in dieser Welt gehalten haben. Also, wurden die Spirits vernichtet? Was? Oh, das ist ja grässlich! Wenn die Spirits nicht mehr existieren, wird das unsere Welt ins Chaos stürzen. Blödsinn. Was? Die Spirits sind lediglich ein Werkzeug von Livinen gewesen, um die Elemente zu kontrollieren, so dass sie diese optimal für ihre Welt steuern konnte. Nachdem Livinen gebannt wurde, irrten die Spirits ohne Meisterin ziellos umher. Ihr Magier aus Glacia hieltet sie für eine Gefahr. Also habt ihr sie mit dem Erdbandzauber unter die Erde gebannt. Damit konnten sie nicht mehr Einfluss auf ihre Umwelt nehmen. Somit hat die Vernichtung des Spirits denselben Effekt wie ihre Verbannung. Nur, dass der jetzige Zustand nicht wieder rückgängig gemacht werden kann. Niemand wird mehr Einfluss auf sie und auf was über sie auf unsere Umwelt nehmen können. Aber die Spirits, sie sind nicht selbst die Elemente? Nein, sie sind nur die Geister, welche diese dank Levenins Macht kontrollieren konnten. Ich verstehe. Wenn die Spirits nun nicht mehr existieren, kann ich sie auch nicht mehr im Kampf zu Hilfe rufen? Gut kombiniert, Holmes. Dann sind die Rufkarten nutzlos geworden. All das Herumgerenne war umsonst? Hey, du kannst froh sein, überhaupt noch am Leben zu sein. Also beschwer dich mal lieber nicht. Außerdem, du hast es geschafft, Nagas Fesseln aus eigener Kraft zu sprengen. Erschaffe doch einfach deine eigenen Spirits. Okay. Fertig. Hat es funktioniert? Natürlich nicht. Wie soll ich das denn machen? Ja, so abwegig ist die Idee nicht. Du magst keine neuen Spirits erschaffen können. Jedoch kannst du sicherlich die Kräfte der Natur weiter nutzen. Das ist eine tolle Idee. Ich kann die sich in der Nähe befindenden Elemente nutzen, um den Gegner anzugreifen. Das Wasser aus dem naheliegenden See. Das Feuer, welches zufällig immer in meiner Nähe irgendwo brennen sollte. Der Spiegel aus meinem Badezimmer. Mit Sarkasmus kommen wir hier auch nicht weiter. Wir haben gar kein Badezimmer. Die Anwendung dieser Magie ist dir durch die Beschwörung des Spirits bekannt. Jedoch hast du seither die Magie genutzt, um die Kräfte zu konzentrieren, welche in deinen Karten eingebettet war. Um genau zu sein, Levenins Magie. Wenn du jedoch deine eigene Magie verwendest, sollte dir die kurzzeitige Kontrolle der Elemente keine Probleme bereiten. Aha, und wie mache ich das? Wie nutze ich meine eigene Magie? Du brauchst deinen eigenen magischen Kreis. Magischen Kreis?
Der magische Kreis wird bei der Anwendung komplizierter Magie verwendet. Außerdem ist er wie eine Art Unterschrift unter Magiern. Jeder magische Kreis ist einzigartig und spiegelt die Persönlichkeit seines Besitzers wider. Aber ich habe keinen magischen Kreis. Dann gestalte dir einen. Lass dir von deinen Freunden dabei helfen. Schließe die Augen und stelle dir vor, wie dein Kreis aussehen soll. Ja, wie denn wohl? In Ordnung. Ich versuche es. Mein magischer Kreis soll auf jeden Fall pink sein. Das ist meine Lieblingsfarbe. Sorry. Die Spirits sollten irgendwie in deinem Kreis vorkommen. Immerhin möchtest du mit deiner eigenen Magie vergleichbare Kräfte kontrollieren. Das Symbol Naga soll sich in der Mitte befinden, als Zeichen für deine Vergangenheit. Außerdem sollte die lange Suche nach den Spirits verdeutlicht werden, vielleicht durch ein Auge oder sowas ähnliches. Dann sollte man aber auch sehen können, dass Xelia nicht freiwillig mit Naga paktiert hat und eigentlich immer frei sein wollte. Flügel würden das gut symbolisieren. Als sie aus dem Band trotz der Ketten erwacht ist, war das ein deutliches Zeichen ihres Willens. Dieser Lebenswille sollte auch in ihrem Kreis verdeutlicht werden. Vielleicht durch eine Flamme. Ja, nice. Es sollte deutlicher sein, dass die Kräfte des Birds zum Kreis gehören, finde ich. Wie wäre es mit einem Blütenstiel? Ein Blütenstiel? Wofür soll der stehen? Ein Blütenstiel, welcher das Äußere des Kreises durchbricht, so wie Xelia die Gefangenschaft und des Erdbannes durchbrochen hat. Oh, das ist ja tiefgründig. Du bist so süß, Minara. Okay. So soll er also aussehen. Mein eigener magischer Kreis. Er ist echt schön. Wenn ich jetzt mit meinem Kreis eine Rufkarte verwende, sammle ich aus eigener Kraft die Macht des Elementes und kann diese wie ein Spirit benutzen? In der Theorie ja. Sei jedoch gewarnt. Du benutzt nur deine eigene Magie und nicht mehr die von Livenin für die Beschwörung. Es wird dich also sehr viel Kraft kosten. Na super. Dann komme ich wahrscheinlich weiterhin nicht um einen Kraftschub herum. Xelia, versuch's doch einfach mal. Rufe deinen eigenen Erdgeist. Also gut, Kräfte der Erde, versammelt euch. Bullies! Cool. Das war Xelias Erdgeist. Sie ruft diese Kräfte nur für den Moment des Gebrauches zusammen. Diese Magie hat keine feste Form. Deshalb entspringt das Erscheinungsbild ihrer Fantasie. Das war ja putzig. Kannst du sie dir nicht einfach äußerlich so vorstellen, wie wir sie gewohnt sind? Ich glaube, das sollte eigentlich Karina Sanger und nicht Xelia, aber hey. Das wäre doch langweilig. Aber so ist es total verwirrend. Außerdem nervt es mich. Wie wäre es mit einem Kompromiss? Wenn wir die Energie außerhalb eines Kampfes verwenden, forme ich das Aussehen, wie wir es gewohnt sind. Wenn ich allerdings im Kampf eine Beschwörung anwende, lasse ich meiner Fantasie freien Lauf. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Na gut, Xelia ist wieder da und wir haben etwas gegen die Mondlichtsonne unternommen. Wenn ich mich recht erinnere, bekomme ich jetzt einen Tagesplitter. Ältester, so war die Abmachung. Es widerstrebt mir, dir den Splitter auszuhändigen, doch ich habe wohl keine Wahl. Tagesplitter erhalten. Stimmt, die suchen wir ja auch noch. Och, das ist vollkommen untergegangen, ja. Komplett. Komplett um Mariko. Und was geht da jetzt wieder ab? Oh, stimmt, da war ja was mit Levenin und so, ne? Oh, verdammt. Ich habe irgendwie die Befürchtung, wie wird der große Endgegner in dem Spiel werden. Claire ist nicht gut. Und? Absolut nicht gut. Alles in Ordnung mit dir, Karina? Ja. Ich geh schlafen. Ich fühle mich nicht sonderlich wohl. Ich werde ebenfalls gehen.
Haltet ein Auge auf dieses Mädchen. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Noch ein Splitter, bis die Göttin in Lebenden erwacht. Auch wenn Karina sagt, das sei nicht ihr Ziel, wird dieses Ereignis unausweichlich eintreten, sobald ihr der letzte Splitter in die Hände fällt. Und was dann mit uns passieren wird, will ich mir gar nicht ausmalen. Mit uns, dem nicht perfekten Göttervolk. Wir müssen etwas tun. Lasst uns den Taio-Splitter vor ihr finden. Wartet. Lasst mich mit ihr reden, bevor ihr gegen sie vorgehen wollt. Ich würde zumindest gerne ihre Beweggründe erfahren. Vielleicht können wir ihr auf eine andere Art helfen. In Ordnung. Lasst uns jetzt schlafen gehen. Kailas, du redest vorher noch mit ihr. Wenn du nichts aus ihr herausbekommst, werden wir uns morgen ohne sie auf die Suche machen. In Ordnung. Ja, Spielstand speichern. Gut, aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich sehr freuen. Und ja, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten könnt ihr gerne auch einen Daumen runter geben. Ne? Und dann hoffe ich, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weitermachen und es wieder heißt Let's Play Moonlight Sun. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute. Und immer schön die Däumchen drücken.